Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Flame. Your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. Ja, und da erwachen wir. Yo Leute, herzlich willkommen zum Dark Souls 2 Let's Play. Vorher angekündigt, dass ich das alles in einem Stream schon mal aufgenommen hatte, aber mir hat das Ganze nicht gefallen, deswegen spiele ich das jetzt nochmal neu. Keine Angst, ich kenne nur die ersten 3-4 Bosse, die ziemlich schnell erreicht sind. Aber ich habe mir die Aufnahme noch beim Schneiden angeguckt und das hat mir absolut gar nicht gefallen. Und hier zu meiner Seite unterstützt mich noch MJ und der Matze Hatze. Hallo! Hallo!
Und ja, deswegen fangen wir jetzt mal hier an. Ich muss ehrlich sagen, weiß nicht, wenn ich habe das Video geschnitten und mir hat es absolut gar nicht gefallen. Ich weiß nicht. Deswegen, ich möchte auch nichts hochladen, was mir selber nicht gefällt oder wo ich sage, ey, so eine Scheiße, das geht nicht. Deswegen spiele ich das eben noch einmal neu. Ich denke, im Livestream zusammen haben wir ca. 7 Stunden gespielt. Ich denke, diese 7 Stunden werden wir in 1 bis 2 Stunden verpacken können, weil so weit sind wir gar nicht gekommen. Wir sind mehr hin und her geirrt. Aber das werden wir schon schaffen. Nebenbei habe ich noch einen kleinen Livestream an, unter einem Fake-Account, damit MJ und Matze dazu mitgucken können und mich so live mitverfolgen können. Dann werden die ein bisschen mitkommentieren, mir eventuell an meiner Seite zur Hilfe stehen. Ist denn der Stream an? Der Stream müsste an sein, ne? Ja. Okay, perfekt. Muss ich mal gucken, ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo ich lang muss. Bei diesem Spiel braucht man eine... Oh, bin ich blöd. Dann kommt zu den Hexen. Wollen wir uns doch mal anhören, was die Hexen... Oh, was haben wir hier denn dahin? Ah, genau, hier war... Also ich kenne schon ein bisschen vom Spiel, aber nicht viel, das ist wirklich nicht viel. Der möchte gar... Oh, jetzt muss ich... Lol, ich bin schon gestorben. Was ein Schwein. Ich dachte, der lässt mich in Ruhe, weil der mich plündern lassen hat. Okay, so schnell kann das gehen. Ihr seht schon, Dark Souls, eins der schwersten Games überhaupt, was es gibt. Natürlich kein Vergleich zu Euronen wie The Boshi oder Super Meat Boy, aber trotzdem auch extrem schwer. Und was ich bisher von Dark Souls 2 mitgenommen habe, in diesem 6-7 Stunden Livestream, ist, es ist extrem auf Multiplayer ausgelegt. Also es gibt so viele Bosse, die kann man eigentlich nur... Also die kann man natürlich auch solo machen, aber nicht mit demselben Level und nicht mit dem Startgear. Man müsste schon vorher wirklich stundenlang leveln, bis man gegen die überhaupt annähernd eine Chance hat. So, hier nehmen wir die Seele mit. Lässt mich diesmal mit Ruhe, ja. Also das Spiel Dark Souls ist ja bekannt dafür, dass... Ja, dass das Leben... ziemlich schnell zu Ende geht. Man stirbt sehr häufig. Und jetzt haben wir wieder eine Cutscene hier. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? So, jetzt dürfen wir unseren Charakter erstellen. Wir nennen uns natürlich Mukka. Mukka geht, glaube ich, nicht, weil ich schon einen Mukka-Char habe. Mukka, nämlich mein Stream-Char heißt Mukka. Obwohl, nee, es hat geklappt sogar. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you.
Das ist auch erledigt. So, jetzt kümmern wir uns auch so um Klassengabe. Wir haben letztes Mal den Bettler gespielt im Livestream. Ist auch ganz cool, die Klasse extrem schwer, weil die mit Level 1 startet. Jetzt überlege ich. Mache ich mir ein armtes Schützen? So ein armtes Schütze ist schon geil, ne? Ist schon geil, aber... Boah, ich weiß es nicht. Was mache ich denn? Ich habe schon Bock auch auf einen Krieger. Welchen also, habe ich mir... Kleriker sind ganz interessant, was ich bisher gesehen habe. Kleriker, das waren die Wunderwirker, ne? Ja. Die sind aber in Dark Souls 2 etwas mehr verbunden mit Blitzmagie und Blitzangriff. Ich überlege, so eine Hand... Also ich hätte schon mega Bock so auf Bogenschießen, weil... Aber ich mag... Ne, ich nehme den Krieger, ich... Machen Krieg, also die Gabe. Letztes Mal habe ich das Menschenbild genommen, dass wir eine Menschlichkeit aus dem letzten Teil. Diesmal nehme ich aber. Was sollte ich nehmen? Versteinertes Etwas, ne? Genau. Denn ich habe gehört, da bekommt man eine ganz imber Sache geschenkt. Wann bekommt man die denn eigentlich? Du musst den Tutorial-Bereich musst du eigentlich nur ein bisschen erkunden. Okay. Also eigentlich musst du nur in den ersten Baumstumpf rein und dem Weg folgen, dann kommst du relativ schnell dorthin. Okay. Ich hoffe, ich verpasse das nicht. Ja, dann machen wir eben schnell Herkunft natürlich so, Frisur. Wir bilden einfach schnell meine wieder nach, die ich auch vorher hatte. Die ich im Livestream erstellt habe. Und meine Battle-Legend ist schon mega stark, ne? Das ist mega schade, dass ich die aufgeben muss. Keine Augenbrauen hier, Roman nicht. Tätowierung auch nicht. So, das haben wir. Erweiterte Einstellung, Roman nicht. Lass mal so. Erstellung abschließen, jawohl. Also noch in diesem Spawngebiet. All people come here for the same reason. To break the curse. Ja, klar. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Das werden wir ja sehen, ob wir die Seelen immer und immer wieder verlieren werden. Das glaube ich nicht. Nicht mehr so wie im Stream. Ich glaube, da hat man einen Death-Counter von knapp 40 oder so. Diesmal werden wir besser sein. Da haben wir ein paar Waffen bekommen. Ein paar Sachen. Ich muss also in diesem Baum alles erkunden, sagt ihr? Im ersten Baum. Also bei den Hexen, ne? Genau, wenn du weiterläufst quasi von den Hexen, dann hast du die Möglichkeit, da kommen glaube ich drei Bäume, wo du an den Seiten rein kannst. Und in den ersten musst du rein. Okay. Bis er dich wieder auf den Hauptpfad führt. Okay. So, jetzt müsste ich, glaube hier kommen wir her. Ne, hier geht's weiter. Hier ist ein Tutorial. Die Frage ist, mache ich überhaupt das Tutorial? Ja, muss es ja theoretisch machen. Okay. So, ich mal ganz kurz einmal hier. Zack. So, passt. Das kann man kaputt schlagen. Dann kann man das Item hier aufheben, Gegenstand aufnehmen. Seele eines verlassenen Untotels. Ist wie immer, funktioniert wie immer. Nehmen wir die Waffe, können wir ändern. Müssen wir nur gucken. Ich weiß gar nicht, was sind meine Stats? Ich starte als Bettler, habe ich ja mit 666 gestartet. Diesmal ist das ein bisschen anders. Diesmal... Ich muss mir mal eben meine Statistiken angucken. Spielerstatus. Stärke, 15 Stärke, wow. Geschicklichkeit, 11. Okay, das passt alles. Ach, mein Start.
Okay. Okay, pass. Alles easy peasy. Das heißt, wir können also sogar schon eine dicke Waffe nehmen. Das war als Battler extrem schwer, wenn man am Anfang keine starke Waffe hat. Nehmen wir sogar die Waffe, glaube ich, oder? Okay, pass. Ein Schild dazu auch nochmal. Hier einfach auspacken. Boah, perfekt. 10 Lebenssteine hat man sogar diesmal. Das ist schon ein bisschen anders. Jetzt könnte man hier die ganzen Kerzen machen. Müssen wir aber nicht. Gehen jetzt in den ersten Baum, denn hier sollte der sein. Angriff, Richter, ja. Wir kennen das ja schon, deswegen läuft das Tutorial eigentlich nicht machen. Machen wir einfach so, zack, töten den One-Hit. Jetzt muss ich den Baum erkunden, sagen hier meine Gefolgsleute. Batz, batz. Ach, ich werde einen Zweihandkrieger nebenbei machen. Mein Battler ist inzwischen auch schon auf Zweihand ausgelegt. Jetzt muss ich den Baum erkunden. Zack. Wenn wir die kassieren, hier einer nach dem anderen. Ich weiß ganz genau, was ich leveln muss. Hier haben wir schon mal wieder ein Item. Ein Dolch, brauchen wir nicht. Boah, der Dolch ist richtig schlimm. Oh. Ah, hätte ich blocken können. Ich dachte aber, der schießt daneben. Warte, ich versuche mal. Okay, das mit den Blocken hat nicht ganz funktioniert. Ich wollte so einmal parieren. Ausgerüstete Waffe wechseln, glaube ich nicht. Unnötig. Unnötig. Wir haben ein bisschen Leben verloren. Mit dem Lebensstein können wir uns heilen. Das ist so eine Art wie eine Flask, nur so, das droppt auch sehr oft von Gegnern. Zack. Schön. One-Hit den Gegner töten. Batz. Sehr schön. Voll in die Fresse. Lebensstein. Jetzt sind wir schon eigentlich durch. Habe ich was verpasst? Bisher glaube ich noch nicht. Deswegen gehen wir mal weiter. Nicht drunter springen. Wenn du auf dieser Plattform von dem ersten Baum bist, dann ist auf der linken Seite das Nest. Genau. Ach, und da soll ich das... Du hörst ihn schon, wenn du dort dich draufstellst. Gebt uns weich. Ja, ihr. Gebt uns seidig. Und da soll ich das droppen, ne? Mhm. Okay, dann ist das wie ein Dark Souls einfach. Das habe ich auch bei einem Stream gesehen, aber ich hatte kein Item, was ich dem hätte droppen können. Ach, das sieht schon aus wie so ein Ei. Okay. Auswählen. Ablegen. Ja. Bei Dark Souls 1 muss ich jetzt mich immer einmal reloggen. Muss ich das hier auch machen? Ja. Okay. Ja, ja. So nice. Das ist gut. Ja, ja. Das ist yeah, cool. Yeah. So, das bedeutet. Die Spielmechanik ist gleich geblieben. Das heißt, wir reloggen jetzt einfach einmal. Da habt ihr den Startbildschirm. Ach, schönes Spiel, ich mag das Spiel. Ich kann es nur wärmstens weiterempfehlen, natürlich nur, wenn ihr Controller habt. Fortfahren, da seht ihr, mein Main ist schon Level 64, 10 Stunden haben wir gespielt. Alter, wir haben 10 Stunden gespielt, Matze. Den kann ich eben löschen, den habe ich aus Versehen eben angemacht. Da war die Aufnahme noch nicht gestartet. Ich habe sogar 2 Stunden mehr als du. Dann hast du danach noch ein bisschen gespielt. Aber alter Falter, 10 Stunden am Stück gestreamt. Und das Dark Souls. Und das hat sich angefühlt wie, weiß nicht, ein paar Minuten. Dreizack des Kanalisierers, scheiße. Ich glaube, das ist eine Magiewaffe. Aber vielleicht kann ich ja mit jemandem tauschen gegen... Ja, das ist eine übertriebene Magiewaffe. Oh mein Gott, ist sie übertrieben. Da bin ich immer gespannt. Ich kann die ja mal ausrüsten, um zu zeigen, wie die aussieht. Machen wir hier so. So. So sieht die aus. 180, alter Falter. Nein! 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 Okay. Und hier? Boah, ich wäre fast runtergesprungen. Gott, okay, das brauchen wir nicht. Pack mal runter. Aber wie kommst du drauf, dass das eine Magiewaffe ist, wenn ich frage? 180 Intelligenz. Wenn ich das richtig gelesen... Nee, warte, Quatsch. Lass mich kurz überlegen. 180 Normalangriff, dachte ich eigentlich. Ach nee, Quatsch, ich hab mich verguckt.
Okay, was ist denn das denn für eine Waffe? Das ist einfach so eine Art Speer, glaube ich. Okay, schade. Da können verschiedene Waffen droppen. Na, oh, bitte nicht. Ich möchte doch nur das hier machen. Ja doch, okay, alles perfekt. Yo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Ab jetzt wird wahrscheinlich jeden Tag eine Dark Souls Folge kommen. Ich hoffe es zumindest. Immer ab 18 Uhr. Schaut vorbei. Hier oben habt ihr jetzt noch eine der letzten DayZ Folgen und unten die allerletzte DayZ Folge. Deswegen haut rein. Juhu!